Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Watch This von mir, also beziehungsweise zur zweiten Folge zu Vikings Wolves of Midgard. Ah, schön, dass ihr interessehalber weiter dran bleibt. Ja, wir haben gesagt, wir gucken uns die nächste Mission an und werden wir jetzt auch mal direkt durchstarten. Ja, wird wir auch gleich mir die nächsten Features noch sehen. So, mit dem Jokul fertig. Beschreibung: Das Dorf benötigt dringend Nahrung und Holz für den Wiederaufbau. Beides ist in den Fjorden zu finden, aber ein Gauner, der Jokul, hat dieses Tal verflucht und hält es in Knechtschaft. Herausforderung: Eiserne Schädel, gibt ein bisschen 20 Eisen, Jötun 190 Gold und die Totems 125 Holz. Na, dann wollen wir den Raubzug doch mal starten. Wie ihr seht, die Ladezeiten sind echt kurz. Es ist unklug, einen Jokul in der Nachbarschaft leben zu lassen. Der alte Häuptling hielt es für das Beste, sie für die Jagd im Sommer aufzusparen. Nun, da die Vorräte vernichtet waren, waren drastische Maßnahmen vonnöten. Naja, drastisch. Dafür bin ich ja da. Ah, immer schön drauf hier. So, hier haben wir das Widrigkeitstutorial. Die Widrigkeiten sind schadhafte Effekte der Umgebung. Kälte, Hitze, Gift etc. Wenn die Widrigkeiten ihren Maximalwert erreichen, erleidest du Umgebungsschaden. Du kannst den Widrigkeiten in der Widrigkeitsanzeige unterhalb der Gesundheitsanzeige sehen. Das ist ja dieses blaue Balken, der gleich nach vorne läuft quasi. Widrigkeiten sinkt in sicheren Gegenden, zum Beispiel an Lagerfeuern. Später gibt es dann quasi noch so, bei Gift müsst ihr dann so in Höhlen laufen oder sowas, aber wie gesagt, das ist halt später. So. Was brauchen wir? Eiserne Schädel und Jötun. Na gut. So. Also ihr seht jetzt hier, also... ihr seht der blaue Balken füllt sich und wenn ich jetzt hier ans Lagerfeuer gehe, geht der ganz schnell weg. So, für was diese Hebel sind, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Oh, cool. Ja, Angriffsgeschwindigkeit. Das finde ich ein bisschen blöd hier mit dem Blut, mit der Einsammeln. Du tötest zwar die Viecher, aber irgendwie ist es ein bisschen schwierig hier manchmal beim Einsammeln. Ich werde mich nicht von Niflheims Eis besiegen lassen. Manchmal ein bisschen blöd gemacht hier. Ich verliere noch einen Finger, wenn ich nicht an einen wärmeren Ort gelange. Ihr seht hier, durch den ganzen Wind frierst du da jetzt wesentlich schneller. Ich glaube, ich gehe aber erstmal nach oben jetzt. Was ich auch noch nicht so ganz entdeckt habe, das ist, ich habe zwar jetzt so einen Schrein, aber die halten nur so eine gewisse Zeit. Wie lange halten die? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Würde mich mal interessieren. Ich habe die Zeit jetzt noch nicht mal mitgestoppt oder so. Aber vielleicht packen sie es ins fertige Spiel ja noch rein. Wie lange die Dinger dann halten. Oll, Schnetzeln. Es macht kombotechnisch mehr Sinn. Es ist natürlich relativ schwierig hier gerade am Anfang, sage ich mal, Kombos zu machen, weil man halt noch so wenig Fähigkeiten hat. Aber... das ist halt so. Oh, und zwei Hände. Oh, das darf ich nicht vergessen hier. Echt mal interessieren, für was die Dinger sind. Also ich kann es mir fast vorstellen, aber das zeige ich euch an entsprechender Stelle, wenn ich es jetzt dann gleich finde. Bei irgendwo hinten weiter rechts auf der Karte. Was ich auch ganz cool finde, ist, wenn du hier so einen tieferen Schnee gehst, dass du einfach langsamer bist. Komm her, oder Wolf. Oh. Hätte mal einen Zorn. Für die Ulfung! Oh, ba-bam! Du konntest mir nicht mal einen Kratzer versetzen.
komische Eistoten mir weg. Ah, gibt's hier noch was Tolles? Getragene Kettenrüstung. Danach bräuchte ich wohl die Feuer von Hel. Ja. Der jammert immer auf ganz hohem Niveau. Ich weiß auch nicht. Oh, komm, Lagerfeuer. Es ist manchmal in den Kämpfen wird es relativ interessant. Mit diesen Widrigkeiten hier. Weil ihr euch teilweise echt überlegen müsst, okay, gehe ich jetzt noch weiter oder habe ich jetzt irgendwo eine Stelle, wo ich erstmal mit der Anzeige wieder runterkomme. Das ist, betrifft hauptsächlich die Kämpfe später, die halt ein bisschen länger dauern. Das ist teilweise echt interessant. Damit. So, da oben können wir uns heilen quasi. In der Nähe muss doch irgendwo ein Unterschlupf sein. Es muss einfach einen geben. Jammert aber auch immer gleich so rum hier, ey. So, gehen wir nochmal hier in den Zornmodus. Jawohl, ja. Klatsch. Ach, der Zornmodus ist cool. Bam. Ich glaube ab 30 Hits ist das. Ne? Dann war es doch ein bisschen höher. Dann kriegt ihr dann halt doch noch mehr Blut raus. Ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass es ab 50 ist, dass man auf erst auf das Mal 2 hochgeht. Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich den Kämpfen jetzt gar nicht so direkt drauf geachtet. Haben wir auch schon einen eisernen Schädel. Jawohl, immer schön drauf hier. Also ich habe jetzt in dem Spielstand, wo ich es jetzt spielen darf quasi, weil ich darf das ja ein bisschen weiter spielen zu dem, was ich euch zeige, bin ich schon bis auf Stufe 12 jetzt gekommen und das Spiel macht schon immens Laune. Ja, also gerade wenn man dann auch hier seine Fähigkeiten erweitert und verbessert, läuft. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was mir jetzt genau skillen soll, aber ich denke, das wird sich auch relativ schnell rauskristallisieren. Oh Gott, ich habe voll den Frosch im Hals, ey, schrecklich. Ah, ist ja gut, ey. Oh Gott, an den habe ich ja ganz vergessen. Diese bescheuerten Raben, gell? Ich weiß nicht, von denen kriegt man so massiv viel Schaden. Unglaublich. Ich sollte einen wärmeren Ort aufsuchen. Ja, ist ja gut. Jammert die ganz schön auf hohem Niveau dafür, dass es ein Wikinger ist. Muss man mal so sagen. Holzaxt. Wollen wir mal gucken. Machen wir auch so ein bisschen Gift-Damage mit. Man hat leider zwei Händer. Na gut. Nehmen wir die hier. So, dann hätten wir hier auch schon ein bisschen bessere Rüstung. Die Frage ist jetzt genau, auf was für eine Rüstung, genau. Was für eine Rüstung wir hier gehen. Ich glaube, ich nehme erstmal hier schwere Rüstung. Einfach, dass wir ein bisschen weniger Schaden fressen hier. Oh. Gehen wir mal weiter. Badabum. Wie
sich ganz schön schwerfällig an. So eine Axt. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Mir aufgefallen, dass hier quasi ganze Busch total rot wird. So, da hinten haben wir einen etwas schwierigen Gegner, so einen Schreckenseber. Oh, Lebensraub ist immer gut. Auf jeden Fall, was ich jetzt bei mir so festgestellt habe, ist, es macht auf jeden Fall definitiv Sinn, sich die Umgebung genau anzuschauen. Weil ihr halt einfach sonst eure Karte gefühlt fünfmal ablaufen müsst, bis ihr dann diese ganzen Nebenquests habt. Ihr könnt natürlich auch sagen, ja klar, die kann ich ignorieren. Könnt ihr. Aber das Problem ist halt einfach, dass ihr dann halt wesentlich weniger Ressourcen habt und dann wird's blöd und nervig. So. Da können wir mit etwas Glück gleich hier die nächste Stufe freischalten. Oh, ey, diese Raben zu treffen. Eine hohe Kunst. Ich hoffe, dass sie das vielleicht noch einfach so ein bisschen anpassen werden. Dass man jetzt dann quasi die Vollversion dann spielt. So. Das ist im Übrigen die Stelle, die ich gemeint habe für die Hebel. Dass es vielleicht hiermit zusammenhängt, dass man hier an diese Kiste kommt. Ich weiß es aber nicht. Das ist das Problem. Weiter geht's. Oh, komm her. Muss gar nicht abhauen, Mann. So, da haben wir nämlich den zweiten eisernen Schädel. Das ist zwar alles schön und gut, aber hilft mir halt nichts, wenn ich an den dritten nicht komme. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt gleich unten an den Tag kommen, können wir endlich auf Stufe 3 gehen und unsere zweite Fertigkeit freischalten. Dann wären die Kämpfe vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Ja. Was ich auf jeden Fall auch sehr interessant finde, ist, man findet zwar hier auch jede Menge Gegenstände zwischendrin in den Missionen, aber das Spiel ist wirklich auf Crafting ausgelegt. Also, dass ihr eure ganzen Ressourcen wirklich dann ins Crafting reinballert. So, da war ich schon. Also, kann man wieder runterlaufen. Das macht ihr übrigens auf dem rechten Stick, wenn ihr da drauf drückt. Unten rechts an der Minikarte seht ihr das. Finde ich sehr angenehm. Im Ein- und Ausblenden hier. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, dass die Controller-Steuerung echt gut funktioniert. Ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau umsetzen, aber dass ich das weiterhin auch mit Controller spielen werde. Hätte ich doch fast den Altar da vergessen. Wir wollten doch unsere nächste Fähigkeit freischalten. Jawohl, opfern und natürlich mehr Damage. Damage ist immer gut. So, dann können wir auch die nächste Gabe freischalten. Ah, tödliche Klinge. Blut für den Ruhm Tyrs. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch freischalten können. Wir können unsere Gesundheit erhöhen. War. Mal auf jeden Fall. Pack mit einer Hand Waffen erhalten. Zusatzschaden. Ja, Ablenkzeitreduktion. Ah, das wird schon gut. Das ist jetzt auch schlussendlich, glaube ich, die erste richtige Mission, die man jetzt auch spielt. Also zumindest von dem,
was ich zeigen darf. Oh. Das sieht ja interessant aus. So kalt. Ich brauche ein Feuer, an dem ich mich wärmen kann. Und dass wir vielleicht doch mal gleich nochmal Schwert finden. Oder beziehungsweise wir können ja eigentlich auch auf das Schwert wieder wechseln, weil das riecht mich ja auf hier. Oder mach ich lieber ein bisschen weniger Damage. Weil so viel ist es auch nicht von dem Schaden pro Sekunde. Also Waffenschaden pro Sekunde. Haha! Die Fähigkeit ist ja cool. Jetzt sehen wir, dass ich hier hart am erfrieren bin. Ist mal zu so einem Feuer hier. So, was ich euch im Übrigen auch noch zeigen wollte, ist, gehen wir aber erst nochmal eine Stelle da oben. Und zwar, wenn ihr an so einen Heilungsaltar geht, ladet ihr euch alle oder bekommt ihr alle drei Aufladungen wieder. Alter. Oder Distanzangriff, ey. Oh, ey, diese Raben, Mann. Oh, so geht's. Frag mich, ob das dann so langsam hier echt alle waren. Müsste man theoretisch eigentlich am Ende mal checken. Fühlen sich taub an. Ja, ist ja gut. Sind wir erst bei der Hälfte. Ach doch, der jammert immer ganz schön viel. Alter, was ein Angriff. Der ist ja cool. Der gefällt mir. Ah, hat er die Nerven verloren. Unglaublich. Schickt er mir Attrappen auf den Hals. Also das ist zum Beispiel auch so was. Ihr seht jetzt hier oben die Kiste. Völlig versteckt hier. Ich finde, das haben sie ganz gut gemacht, dass man da auch für die Leute, die so ein bisschen unaufmerksamer sind im Spielen, so wie ich, dass man da immer wunderbar dran vorbeirennen kann. An diesem Ort spüre ich, wie das Herz in meiner Brust gefriert. So langsam gefriere ich zum Eisblock. So. Ich bräuchte mal, hätte gerne ein Feuer. Ohne Wärme. Da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich sage, es ist halt verdammt scheiße, so ohne. Oh, oh Gott sei Dank habe ich es wenigstens noch hingeschafft. Genau die Schwierigkeit hier in diesem Spiel. Also gerade halt auch in diesen Karten oder später dann, wenn es halt auch, wenn ihr dann gegen diese Riesen kämpft, ist das echt abartig. Wenn ihr dann in so einer Giftumgebung steht und so. Ja. Oh. Ist manchmal ein bisschen schwierig noch. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie das noch irgendwie hinkriegen. Du stehst zwar irgendwie genau in dem Ding, haust irgendwie drauf, aber kriegst es irgendwie doch nicht kaputt. Ich hoffe, dass sie das bis zum Release noch besser hinkriegen, aber ich bin da sehr guter Dinge. Ja, das Spiel läuft echt schon super rund, also ich habe keine Abstürze und nichts. Ja.
Also da kenne ich andere Titel, wo du da massiv am Verzweifeln bist quasi. Wärme finden. So, wo geht's denn hier hoch? Da. Na, komm. So, das ist, was ich jetzt gemeint habe. Ihr bist ja hier langgelaufen, habt die Viecher quasi geschlitzt, aber da musst du immer so einen Moment stehen bleiben, um die dann nochmal einzusammeln. Finde ich aktuell ein bisschen lästig. Aber ich denke, es gibt definitiv Schlimmeres. So. Soll das ein Witz sein? Vor allem, dass es manchmal so einfach so total brutal hier auseinanderfetzt und manchmal sie am ganzen Stück noch bleiben. Problem ist jetzt gerade, bin ich eigentlich ein bisschen falsch gelaufen. Ich hätte vorher erst da drüben hingemusst, beziehungsweise gewollt. Das gehe ich dann natürlich auch erst noch hin. Weil ich will ja die Nebenmission mitnehmen. Wow! Okay, cool. Kann man das wiederholen? Nein. Oder bin ich da reingerollt? Okay. Der Tod steht dir gegenüber! Ah! Gucke da! Da habe ich meine Frage selber beantwortet. Man kriegt das sogar angezeigt. Die Attacke gefällt mir echt gut. Ich werde mich nicht von Niflheims Eis besiegen lassen. So, dann haben wir hier auch noch ein Totem. Das muss ich hier aber trotzdem wieder relativ schnell rüber. Die bläuende Kälte wird zur Schwärze. Todes. Jo. Auf jetzt. Komm, muss da runter. Ich muss da runter. Oh Gott. Gott sei Dank. Alter, dieses Betäuben, gell? Dreh ich mich gerade ein bisschen auf, ne? So. Oh, Gott sei Dank habe ich das gerade noch geblockt eben, ey. Wäre gerade sonst bitter gewesen. Oh. Ja, da fehlen uns eigentlich dann nur noch. Ja, zwei Totems. Eins steht da unten noch. Und jetzt bräuchte ich dann auch mal noch. Geht's wohl so gut.
Schneller ans Feuer. Ich habe jetzt nämlich keine Lust hier hart abzunippeln. Oh. Brauche ich trotzdem mal so ein. Ja, so ein Heilschrein. Da hinten kommt einer, in der Hoffnung, dass der auch noch Aufladung hat, weil wenn ihr den eigentlich schon mal benutzt habt. Also so war das zumindest bisher, von denen, den ich gefunden habe, dass sie sich zwar nochmal heilen, aber die geben dir keine Aufladung mehr, so wie der hier wahrscheinlich. Genau. Der heilt mich zwar jetzt, aber ich krieg halt keine Aufladung. Alter. Dass ich jetzt da oben wieder bin. Boah, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Alles nur für was auch immer. Oh, ein Großbogengriff. Okay. Also, es gibt legendäre Gegenstände. Na? Hier, Skatis Großbogen. Ihr seht auch schon benötigte Stufe, Level 28. Muss man halt einfach sammeln, wo man hier was findet. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Mich gerade ein bisschen ärgert, dass ich an irgend so einem komischen Grind vorbeigelaufen bin, da oben, den ich vergessen habe mitzunehmen. So. Hallo. Wunderbar. Dann hätten wir die ganzen Nebenmissionen erfüllt. Dann können wir uns jetzt auch zu dem Endgegner quasi machen. Habt nach jeder Mission habt ihr hier so einen kleinen Boss. Ja, Schwierigkeitsgrad, die sind da so ein bisschen variabel. Es sind wenigstens einigermaßen interessante Kämpfe, sind immer ein bisschen unterschiedlich. Und es ist nicht so 0815 irgendwie. Wobei man halt sagen muss, also was mir halt bisher extrem aufgefallen ist, ganz einfach, wenn man die ganzen Missionen hier spielt. Es ist halt immer wieder so, man probiert halt irgendwie zu diesem Mini-Boss quasi zu kommen oder zu dem Boss hier am Ende der Mission und zwischendrin muss man immer wieder die Aufgaben erfüllen. Oder beziehungsweise man kann sie auch liegen lassen, aber da wird es ein bisschen doof, wenn man jetzt, sage ich mal, dann die ganzen Sachen herstellen will, man halt einfach die Materialien nicht hat. So. Na, komm. Ah, bin ja gleich angekommen. Gott sei Dank. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Im ersten Boss quasi. Oh Gott, hier gibt es so schöne warme Stellen, wo man jetzt reinlaufen muss, weil sonst erfriert man. Wo sind denn jetzt die blöden warmen Stellen, ey? Da drüben. Boah, echt jetzt? Odin,
fühle mich taub, wenn ich es nicht sollte. Boah, einfrieren ist scheiße. So, jetzt rennen wir erst nochmal da drüben hin. Diese Einfriererei gerade. So. Ah, jetzt bin ich wieder eingefroren. Komm. Jawohl, da gibt's jetzt richtig schön Drescher, Mann. Gott sei Dank. Gibt's auch hier wunderbare Gegenstände noch? Talisman Yaskati. Sehr schön. Ich stehe in eurer Schuld dafür, dass ihr mich vor dieser gottverlassenen Felseninsel gerettet habt. Gern geschehen. Mein Name ist Skallagrim. Ich bin Schiffsbauer und ein verdammt guter noch dazu, wenn ich das selbst so sagen darf. Ist das euer Versuch, euch nützlich klingen zu lassen? Nun gut, ihr dürft mich begleiten. Die Jokul würden wiederkommen, aber nicht an diesem Tag. Das Wrack des Langschiffes barg einen Überlebenden. Jemanden, der den Ulfung helfen konnte, wieder in See zu stechen. Ich stehe in eurer Schuld dafür, dass ihr mich von den gottverlassenen Schären gerettet habt. Ich freue mich darauf, euch mit meinen herausragenden Fähigkeiten als Schiffsbauer zu beeindrucken. Nun gut, dann freue ich mich auf mein neues Schiff. Morgen? Nun, ich kann versuchen, wenigstens das Bootshaus wieder zu errichten. Es ist ein wenig rustikal zurzeit. Euer Clan hat eine Menge guten Holzes aus dem Tal. Ich werde an dem Haus arbeiten und danach bald ein neues Langschiff bauen, hoffe ich. Sie ist wahrhaftig eine Schönheit und bereit loszusegeln, falls sie es wünscht. Nun, da die Ulfung wieder über ein Schiff verfügen, gibt es diesen rivalisierenden Clan. Seid ihr ein Schiffbauer oder ein Kriegstreiber, Skallagrim? Sie haben sicher bereits Kunde von dem Angriff der Riesen vernommen. Und falls wir nicht bald zum Schlag ausholen, werden sie sich zu sehr verschanzt haben, um nachzugeben. Unsere stärksten Gegner angreifen. Welcher Wahnsinn. Gefällt mir. Ja, so ist das. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt ja gleich erst noch ein bisschen was verkaufen oder so. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ja, und Leute, wenn euch die Folge bis dahin gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Würde ich mich drüber freuen. Und packt mir auch in die Kommentare, wie euch das Spiel bisher so gefällt. Ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge einschaltet. Tschüss.